ade. Und brannte, denn Hroba der Zweite war tot und sein Königreich zerfallen. Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen, der sich Hroba der Dritte nannte und geschworen hatte, das zerfallene Reich zu vereinen. Das Schicksal schien auf seiner Seite zu stehen, denn schon bald hatte Hroba der Dritte den gesamten Kontinent erobert. Doch als er in See stach, um auch die südlichen Inseln zurückzuerobern, legte sich ein Schatten über den König und verfinsterte seinen Geist. Und als seine Truppen die Insel Argan erreicht und Sorniara erobert hatten, war es, als wäre Hrobas Geist nur mehr eine flackernde Kerze in tiefster Dunkelheit. Das Amulett. Wir müssen kämpfen. Kämpfen. Kämpfen! Hrobas Heerführer folgten seinem Befehl. Lord Hagen führte seine Männer in den Westen der Insel, während Lee in den Osten zog und die Königsstadt Setarif belagerte. Mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Das kann doch nicht sein. Die Flotte, die wir entsandt haben, sind ja nicht Ruhe! Ich brauche Ruhe. Was tun.
das Fleisch von den Knochen! Komm zurück und kämpf mit mir!